Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Oh, es ist ja schon 4 Uhr morgens. Komm schon, Mela, du musst aufstehen, du musst in den Kindergarten. Mama, ich will nicht. Kann ich heute nicht bei dir bleiben? Das wünschte ich mir auch, aber das geht leider nicht. Ich muss in die Arbeit, um die Stromrechnung zu bezahlen. Komm, geh jetzt Zähne putzen und ich mach dir was Leckeres zum Essen. Oh Mann, okay, Mama. Es ist kalt. Und wieso musste der Vermieter auch den Strom abstellen? Es ist so kalt hier. Oh, und jetzt muss ich auch noch in den Kindergarten gehen. Ich wünschte, dass wir ab und zu ein bisschen mehr Geld haben. Und jetzt noch schnell die Haare bürsten. Und dann bin ich auch schon fertig. Was ist denn das für ein Geruch? Mama muss Essen gemacht haben. Lecker. Mama, was riecht hier so gut? Hast du etwa Pancakes gemacht? Das ist sich heute leider nicht mehr ausgegangen. Aber morgen werde ich dir welche machen. Versprochen. Oh, danke, Mama. Aber Toastbrot liebe ich ja auch total. Ach, meine süße Maus, danke schön, dass du so verständnisvoll bist. Hier hast du noch ein Glas Wasser. Danke schön, Mama. Und Mahlzeit. Lecker. Lecker. So, mein Schatz, ich hoffe, du bist bereit für den Kindergarten. Hast du schon alles fertig hergerichtet? Oh Mann, Mama, es ist so kalt und ich will nicht wieder in den Kindergarten laufen. Ach, ich weiß, mein Schatz, aber weißt du was? Ich verspreche dir, sobald mein Monatslohn kommt, werde ich dir einen Buspass kaufen. Und dann kannst du mit dem Bus zum Kindergarten fahren und da musst du nicht mehr laufen. Ja, Mama, das würdest du machen, das wäre so toll. Okay, ich hab dich lieb, Mama, dann laufe ich mal in den Kindergarten. Bis später. Oh, es ist so kalt, aber ich bin gleich da. Lady, wo ist unser Essen? Oh nein, ich habe schon wieder verschlafen. Wie viel Uhr ist es denn? Leni, wir warten. Oh ja, ich komme gleich. Oh Mann, ich kann nicht glauben, dass ich den Alarm schon wieder überhört habe. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst verpasse ich den Bus schon wieder. Also zuerst mal die Zähne putzen. Und jetzt die Haare kämmen, die stehen ja in allen Richtungen ab. So kann ich nicht in den Kindergarten gehen. Und meine Haarspange. So, endlich fertig. Oh Mama, Papa, Entschuldigung, ich habe den Alarm wieder überhört. Willst du mich etwa verhungern lassen? Wir haben so lange auf dich gewartet. Mila, was stehst du so blöd rum? Jetzt machst du uns aber gefälligst das Frühstück. Hallidalli. Ja, Entschuldigung, es kommt nicht mehr vor. Ich werde mich beeilen. Gebt mir bitte eine Sekunde, dann ist euer Frühstück fertig. Okay, zweimal Cornflakes und noch Milch. Ich bin schon fertig, Mama und Papa. Hier ist euer Frühstück. Mahlzeit. Ich hoffe, es schmeckt euch. Oh, und ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Jetzt kann ich auch noch frühstücken. Hier ist dein Löffel, Papa. Und hier ist dein Löffel für dich, Mama. Und jetzt mache ich mir mein Frühstück. Sag mal, Leni, wie dreist bist du eigentlich? Zuerst lässt du uns warten. Und jetzt willst du noch selber frühstücken. Hast du nicht etwas vergessen? Aber ich habe doch euer Frühstück gekocht. Was denn sonst noch? Sag mal, Leni, hast du keine Augen im Kopf? Schau mal, wie dreckig der Boden ist. Zuerst putzt du. Oh Mann, Mama, ich habe so Hunger. Aber, oh, okay. Oh Mann, Mama und Papa, ich bin doch schon ohnehin spät für den Kindergarten. Okay, jetzt bin ich aber fertig. Du hast was vergessen. Oh, Mama, okay, jetzt bin ich aber fertig. Darf ich jetzt bitte was essen? Sag mal, Leni, wie redest du denn mit deinen Eltern? Also wirklich, die Jugend heutzutage wird immer respektloser. Und als Strafe wirst du noch den Abwasch übernehmen. Hahaha, das geschieht dir recht. Ach, mein Schatz, du bist jetzt richtig schlecht gelaunt. Komm, lass uns ein bisschen Louis Vuitton und Gucci Prada shoppen gehen. Ach, mein Schatz, du weißt ganz genau, wie du mich aufheitern kannst. Ich war gerade eben so traurig noch. Leni, ich hoffe, du bist stolz auf dich. Mit deinen bösen Aktionen hast du deine Mutter traurig gemacht. Komm, lass uns gehen. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ab und zu frage ich mich wirklich, ob ich ihre wahre Tochter bin oder einfach nur eine Putzfrau. Naja, egal. Jetzt bin ich endlich fertig und jetzt kann ich mein Frühstück essen. Oh, lecker. Cornflakes mit Coca-Cola. Das ist einfach das beste Frühstück. Wenigstens hatte ich jetzt in Ruhe mein Frühstück. Jetzt noch schnell abwaschen, an den Teller versorgen und ab in den Kindergarten. Ich hoffe, ich erwische den Bus noch. Oh nein, der Bus fährt gerade los. Bitte warten Sie auf mich. Du schon wieder. Beeil dich. Ja, Entschuldigung. Ich komme schon. Dankeschön, dass Sie auf mich gewartet haben. Guten Morgen, Fräulein Stella. Es ist Zeit zum Aufstehen. Oh, guten Morgen, Arthur. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Fräulein Stella, natürlich habe ich gut
durchgeschlafen. Hier ist noch ein Geschenk von ihren Eltern. Von meinen Eltern? Was das nur sein könnte? Wow, eine PlayStation 4, das habe ich mir schon immer gewünscht. Bitte, bitte, Arthur, kann ich daheim bleiben und noch ein bisschen Posterchen zocken? Fräulein Stella, das geht doch leider nicht. Sie müssen auch heute in den Kindergarten gehen. Schau, wie klingt das? Du machst dich jetzt frisch und ich mache dir dein Lieblingsessen. Okay, du hast mich überredet. Einmal Nasenrotz-Pfannkuchen, bitte. Natürlich. Kommt sofort. Bis gleich. Okay, dann mache ich mich mal fertig für den Kindergarten. Zuerst werde ich mir die Zähne putzen mit meiner elektrischen Zahnbürste. Also ich muss sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, mit einer normalen Zahnbürste die Zähne zu putzen. Okay, jetzt bin ich damit auch schon mal fertig. Ich frage mich, was für eine Gesichtscreme ich heute verwenden soll. Oh, ich habe so eine große Auswahl. Ich glaube, ich werde heute die Dönerhautcreme verwenden. Die riecht so gut nach Zwiebeln. Und jetzt frühstücke. Ich habe schon so großen Hunger. Ah, da sind Sie ja, Arthur. Also ich bin fertig jetzt mit Zähneputzen und mich herrichten. Ach, Fräulein Stella, Sie schauen einfach bezaubernd aus. Sie sind ein wahrer Sonnenschein. Ach, Arthur, du bist viel zu nett. Aber jetzt habe ich langsam Hunger. Das Essen ist gleich fertig. Komm, setz du dich schon mal ins Esszimmer und ich komme gleich. Okay, passt. Dann bis gleich. Ha, wo Mama und Papa wohl sind? Ich will nicht schon wieder alleine frühstücken. So, Fräulein Stella, da bin ich auch schon. Hier ist ihr Frühstück. Mahlzeit. Arthur, wo sind meine Eltern? Sie sind nie daheim. Immer bin ich alleine. Deine Eltern mussten kurzfristig auf eine Geschäftsreise nach New York fliegen. Das tut mir so leid. Aber sie sollten bald wieder da sein. Genieße dein Frühstück alleine und ich warte draußen auf dich. Oh Mann, Papa und Mama sind einfach nie daheim. Sie sind immer auf Geschäftsreisen. Ich muss meistens immer alleine frühstücken und Abendessen. Oh, in 2 Minuten fängt der Kindergarten an. Zum Glück hast du deinen eigenen Private Jet. Du musst nicht mit dem Bus oder sogar zu Fuß dorthin laufen. Was? Manche Kinder laufen zur Schule oder fahren mit einem Bus? Ja, wusstest du das nicht? Auf jeden Fall einen wunderschönen Tag dir. Der Kindergarten. Puh, heute ist es ja ganz besonders kalt, aber zum Glück habe ich es endlich geschafft zum Kindergarten, obwohl es mich 8 Stunden gedauert hat zu laufen. Oh, ihr seid ja alle auch schon da. Oh, Mila, endlich bist du da. Der Kindergarten dient nicht dazu, dass ihr miteinander redet, sondern spielt miteinander. Aber Frau Pobacke, wir haben nicht mehr so viel Spielzeug hier. Oh, zum Glück bin ich vorbereitet. Ich wusste doch, dass ihr undankbaren Kinder euch beschweren würdet. Hier ist neues Spielzeug. Yay, neues... Das soll unser neues Spielzeug sein? Aber Frau Pobacke, das ist doch kein kinderfreundliches Spielzeug. Ihr macht jetzt alle den Mund zu und spielt gefälligst mit dem neuen Spielzeug. Ich will zu meiner Mama. Oh, Leute, ich habe eine Idee, was wir spielen können. Und was? Ich will auch mitspielen. Wir können Musik damit machen. Schau. Klingt das nicht toll? Mila, du bist einfach so musikalisch begabt. Oh, was fällt euch ein, Spaß in meinem Kindergarten zu haben? Jetzt kommt ihr aber mit mir mit. Wir haben ja schlussendlich schon Mittagspause. Keine Sorge, ich werde euch wunderbaren Kindern was Leckeres kochen. Also kommt. Ich hoffe, ihr habt einen großen Appetit. Und jetzt setzt ihr euch alle hin. Okay, Kinderlein, fangen wir jetzt an. Ihr müsst sicher wahnsinnigen Hunger haben. Also zuerst verteile ich mal allen die Teller. Einen für dich und für dich und jetzt noch die Schüsseln. Perfekt. Und jetzt gibt es noch was ganz Leckeres zum Trinken und zwar heißt das Sprite. Keine Sorge, es ist super gesund. Aber Frau Pobacke, das riecht irgendwie giftig. Also Mila, wirklich, ich bin so enttäuscht. Denkst du wirklich, dass ich euch vergiften würde? Bei mir im Kindergarten gibt es nur das beste Essen für euch Kindern. Also ihr solltet mir dankbar sein, dass ich euch nur Biofleisch gebe. Hier für dich, Mahlzeit. Und jetzt alle schön den Mund aufmachen und essen. Habt ihr mich nicht gehört? Ich habe gesagt, alle. Ich will nicht. Ach Kinderlein, ihr müsst doch nicht weinen, weil ihr noch Hunger habt. Ich habe genug Essen für alle da. Hier. Lasst es euch schmecken. Aber Frau Pobacke, auf der Verpackung war ein Hund. Füttern Sie uns etwa Hundefutter? Mila, wenn du weiter so ungehorsam bist, werde ich deine Mutter hierher rufen. Willst du das etwa? Nein, also iss jetzt weiter. Das ist einfach der schlimmste Kindergarten. Gut gemacht, Kinder. Ihr habt ja alle eure Teller so schön aufgegessen. Also ich bin wirklich stolz auf euch. Und jetzt dürft ihr eine Runde spielen gehen, okay? Oh, ich habe so Bauchschmerzen. Ich muss auf die Toilette. Ich muss nach dir aufs Klo. Ich habe Durchfall. Ja.
Oh, hallo, Frau Lebkuchen. Ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Nein, Spaß beiseite. Ich liebe Geschenke. Zeig mir, was du hast. Ich habe eine Zeichnung vom Kindergarten gemacht. Wow, du bist der nächste Picasso. Das ist wunderschön. Ich muss es schnell aufhängen gehen. Oh, hey, Leute, ihr müsst ja neu in diesem Kindergarten sein. Mein Name ist Leni. Wollen wir alle Freunde sein? Du denkst doch nicht wirklich, dass wir, die coolen Kinder, mit jemandem wie dir befreundet sein wollen. Jetzt werde ich fast ausgerutscht von deinem Schleim. Wie sehr willst du dich noch bei der Kindergartenlehrerin einschleimen? Das ist ja ekelhaft. Hast du etwa keine Freunde? Jungs, mir gefällt ihre Spange. Bringt sie mir. Jungs, ihr habt unsere Anführerin gehört. Diese Spange gehört unserer Anführerin. Nein, warte. Die Haarspange her. Lass mich in Ruhe. Diese Haarspange steht dir nicht. Sie wird meiner wunderschönen Loredana besser stehen. Hier, meine Anführerin, soll ich dir sonst noch was von ihr klauen? Zum Beispiel ihre Schuhe? Oh, Philipp, danke schön. Du bist so lieb. Ja, du hast recht. Also die Haarspange steht mir so viel besser. Und nein, ich will ihre Schuhe sicher nicht. Also wirklich, was denkst du, was für ein Mensch ich bin, dass ich andere Leute beklaue? Oh, da hat sie recht. Sie ist so ein gutherziger Mensch. Oh, da muss ich dir recht geben. Und sie hat ein großes Herz. Oh. Ey, Jungs, lass mich nicht alleine. Ich komme auch. Was war denn das für eine Aktion? Ich muss das der Kindergartenlehrerin melden. Ich würde gerne etwas melden. Um Himmels Willen, wieso sind deine Augen so rot? Ja, wieso sind deine Augen so rot? Naja, besser rot wie türkis und geschwollen. Findest du nicht auch? Oh, Entschuldigung, es ist nichts. Ich glaube, es liegt an der Allergie. Deshalb sind meine Augen so rot und geschwollen. Oh je, du Arme, das tut mir so leid. Ich habe aber derzeit keine Allergietabletten hier im Kindergarten. Aber ich weiß, was dich aufmuntern wird. Und zwar was Leckeres zum Essen. Was haltest du davon? Heute gibt es lecker Dürüm-Kebabse. Aber Frau Lehrerin, wir stehen schon vor ihr an. Wieso drängelt sie sich einfach vor? Ach, Papalapap, wegen einer Person werdet ihr jetzt nicht länger warten. So, hier ist ein warmes Glas Milch. Und hier ist dein Essen. Oh, Herr Jemine, deine Peperoni sind mir auf den Boden gefallen. Aber die 3-Sekunden-Regel gilt es ja immer noch. Dankeschön, mein Mittagessen schaut wirklich sehr lecker aus. Oh, wer denkt sie, wer sie ist? Ich habe immer noch Hunger. Dankeschön, das gehört auch mir. Hey, hör auf, das war mein Essen. Hey, hör auf, das ist mein Essen. Hallalalalala, wie du sie nachgemacht hast, so geil. Vor lauter Lachen habe ich wirklich Durst, gib mir das. Ah, jetzt geht es mir schon viel besser. Und noch eine Nachspeise. Und lass uns gehen. Ich weiß auch nicht, wieso die mich so auf dem Kieker haben. Diese neuen Schüler erinnern mich irgendwie an meine Eltern. Und die Teller konnten sie auch nicht wegräumen. Ich werde der Kindergartenlehrerin helfen. Oh, ich freue mich schon so sehr auf den Kindergarten. Und einmal klingeln. Wer könnte das nur sein? Oh, du musst also Stella sein. Ja, genau. Hallo. Hallo, komm rein. Hallo, Kinder. Darf ich euch vorstellen? Das ist Stella. Bitte seid nett zu ihr und spielt schön. Hallo, mein Name ist Stella. Wollen wir gemeinsam spielen? Hallo, mein Name ist Brunhilde Hanswurst. Kennst du Togo Bogo? Das ist das Spiel, was meine Eltern entwickelt haben. Was? Wirklich so cool. Ich liebe Togo Boka. Aber ich habe mein iPad nicht dabei. Ich meine, du gehst nicht umsonst in den teuersten Kindergarten der Welt. Also natürlich gibt es iPads für alle Schüler. Hier, also lass uns zocken. Oh, ich will auch Tauka-Bauka mit euch mitspielen. Kinderlein! Ach, seid ihr schon wieder am Toxe-Boxer spielen? Ja, habt ihr etwa die Glocke nicht gehört? Es ist Jausenzeit. Also komm, hopp, ab in die Kantine mit euch. Oh, endlich gibt es Jause. Ich werde mir einen 50 cm Leberkäseaufschnitt gönnen. Stella, magst du mit mir mitkommen? Oh ja, gerne. Der Kindergarten hier ist so groß. Ohne deine Hilfe hätte ich mich sicher verirrt. Und hier sind wir auch schon. Wow, ihr habt euren eigenen Koch? Ja, aber natürlich. Was darf ich euch beiden denn zum Essen kochen? Ich hätte gerne 40 cm Leberkäse. Und für mich bitte ein Dürüm-Kebabse. Fabelhafte Auswahl, Ladies. Komm, setzt euch dabei schon hier hin. Und sobald das Essen fertig ist, werde ich es euch servieren. Oh, danke schön. Naja, das ist ja einer der Vorteile, wenn man reiche Eltern hat. Bitte gebt mir einen kurzen Moment. Ich werde euch jetzt eure Getränke servieren. Auf dem heutigen Menü haben wir Nutella-Fanta und Nasenschleim-Coca-Cola. Falls ich euch beide sonst noch was bringen soll, dann bitte gebt mir Bescheid. Und hier ist Ihr Getränk, werte Lady.
Okay, und das ist Ihr Mittagessen? Und das ist Ihr Mittagessen. Ich wünsche euch beiden einen wunderschönen Tag und Trinkgeld könnt ihr nach dem Essen geben. Also das ist doch kein Kindergarten mehr, das ist wie ein 5-Sterne-Restaurant. Lecker. Ich liebe Hummer. Also ich werde wieder Toxoboxer zocken gehen. Hier sind 1 Million Trinkgeld für dich, Josef. Wow, ich liebe diesen Kindergarten so sehr. Werte Lady, kann ich Ihnen noch ein Dessert anbieten? Oh nein, ich gehe auch Toxoboxer spielen. Der Geburtstag der Drillinge. Perfektes Timing. Endlich habe ich mein Gehalt ausgezahlt bekommen und meine kleine süße Maus hat Geburtstag. Oh, das schaut aber süß aus. 300 Euro für ein Stofftier. Wie werde ich mir jemals ein Geschenk leisten können? Das hier ist ja alles so teuer. 300, 400, oh nein. Grüezi miteinander. Mein Name ist Nadja. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Die Frage ist mir ein bisschen unangenehm, aber habt ihr vielleicht günstigere Spielsachen? Es ist nämlich heute der Geburtstag von meiner Tochter. Günstiges Spielzeug? Ich glaube, wir haben was im Warenlager. Kommen Sie einfach mit mir mit, dann zeige ich Ihnen gerade, was im Angebot ist. Oh, okay, super, danke schön. Wow, wo sind wir denn hier? Also das ist unser Warenlager für reduzierte Spielsachen oder Spielsachen, die keiner haben will. Schauen Sie sich mal durch. Hoffentlich finden Sie da was für Ihr Kind. Oh, 3 Euro kostet das nur. Und es ist ein Fischplüschtier. Das wird dir so gut gefallen. Ich würde gerne das kaufen. Ist das okay? Ja, aber natürlich. Immer mehr hätten sie nur weggeschmissen. Also kommen Sie mit mir zur Kasse. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt, dass Sie was gefunden haben für Ihre Tochter. Also 3 Euro. Hier sind die 3 Euro und Dankeschön für Ihre Hilfe. Gar kein Problem, Broski. Könnte man das bitte noch einpacken? Ja, fix 10er, Bruder. Natürlich kann ich es reinpacken. Also warten Sie ganz kurz. Und da ist das Geschenk schon eingepackt. Also ich gebe es Ihnen noch in der Säckle und auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Ich bin wieder zu Hause, mein Schatz. Hast du etwa vergessen, was heute für ein Tag ist? Ich weiß auch nicht. Heute ist doch Freitag, ein Tag wie jeder andere. Heute ist doch kein Tag wie jeder andere. Heute ist ein ganz spezieller Tag. Komm, mach die Augen zu. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, okay, meine Augen sind zu. Okay, Augen nicht öffnen. Okay, und jetzt darfst du sie öffnen. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Heute ist mein Geburtstag. Das habe ich ja total vergessen. Wow. Ja, genau, mein Schatz. Ganze 4 Jahre alt bist du schon. Wie schnell die Zeit vergeht. Also, ich blase jetzt meine Kerze aus. Und jetzt werde ich mir was wünschen. Sag, und was hast du dir gewünscht dieses Jahr? Ich habe mir gewünscht, dass du für immer gesund bleibst, Mama. Ach, mein Schatz, du bist zu süß. Es tut mir so leid, dass ich dir keinen richtigen Kuchen kaufen konnte. Aber Mama, wer will schon einen Kuchen essen, wenn es Waffeln gibt? Ich liebe Waffeln. Dankeschön, das beste Geschenk. Oh, da bin ich aber erleichtert. Hier, das ist dein Geburtstagsgeschenk. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, Mama, ein rotes Katzenstofftier. Du bist die Beste. Das ist das coolste Stofftier. Oh, ich freue mich schon so, damit zu spielen. Dankeschön, Mama. Das ist der beste Geburtstag, den ich jemals hatte. Oh, dann bin ich aber erleichtert. Du kannst eh damit spielen gehen. Okay, passt. Bis später. Yay, heute ist mein Geburtstag. Ich freue mich so. Mama, Papa, wisst ihr, was heute für ein Tag ist? 3-mal dürft ihr raten. Ja, ich weiß, was heute für ein Tag ist. Der Tag, an dem du uns wieder Frühstück kochen wirst. Heute ist mein Geburtstag und meine Freunde kommen nachher vorbei, um meinen Geburtstag mit mir zu feiern. Und jetzt? Soll ich etwa einen Handstand machen und dir gratulieren? Eine Gratulation wäre schon nett. Und Papa, bekomme ich dieses Jahr einen Geburtstagskuchen? Du erwartest wohl nicht, dass ich dir einen Geburtstagskuchen kaufe. Ich bin so ein beschäftigter Mann. Ich muss nach Minecraft mit meinen Kumpels zocken. Weißt du was? Ich bin heute so großzügig, ich gebe dir das Geld und du gehst die Zutaten kaufen und backst dir deinen eigenen Kuchen, okay? Was? Wirklich? Dankeschön, Papa, für das Geld. Ich werde direkt einkaufen gehen für die Zutaten. Oh, ich hatte schon Angst, dass ich gar keinen Geburtstagskuchen bekomme. Aber zum Glück hat mir Papa Geld gegeben. Also, ich werde heute einen Blaubeersahnekuchen machen. Frische Blaubeeren habe ich schon. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Kakaopulver und Blaubeermarmelade.
dann, wo sind denn die Eier? Ah, hier oben sind die Eier und eine Packung Milch. Und das sollte es dann auch schon sein. Ich schnell zahlen gehen und dann schnell nach Hause backen, bevor meine Freunde kommen. Okay, jetzt habe ich alle Zutaten verräumt. Jetzt fangen wir mit dem Backen an. Zuerst muss ich ein Ei in die Schüssel reinschlagen, rühren und jetzt kommt die Blaubeermarmelade hinein. Dann gebe ich noch Kakaopulver hinzu und die Milch und noch einmal rühren. Und jetzt muss ich den Backofen einschalten und das in die Backform geben. Und schon kann der Kuchen dann backen. Und schon ist der Kuchen fertig. Boah, ist der Kuchen aufgegangen. Und er schaut so lecker aus. Jetzt muss ich schnell den Tisch decken. Oh, Sie müssen schon hier sein. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, danke schön, Leute. Danke, dass ihr gekommen seid. Komm, lass uns schon mal reingehen. Also, zu meinem Geburtstag gibt es heute einen Blaubeerkirschkuchen. Ich hoffe, euch schmeckt das. Das schaut so lecker aus. Oh Mann, ihr habt sogar Geschenke mitgebracht. Es war doch kein Geburtstag ohne Geschenke. Danke schön, Leute. Damit hätte ich niemals gerechnet. Wow, ich liebe es. Danke, danke, danke. Kein Problem. Also komm, lass uns Kuchen essen. Ich habe Hunger. Okay, okay, okay. Also ich werde schon die Kerzen anzünden und dann auspusten. Aber was soll ich mir nur wünschen? Ah, ich weiß schon, was ich mir wünschen werde. Lecker Kuchen. Ich wünsche mir, dass meine Eltern netter sind. Papa, was machst du denn? Das war mein Geburtstagskuchen. Ach, wirklich? Sorry. Wie konnte mein eigener Vater das mir antun? Mein gesamter Geburtstag ist ruiniert. Fräulein Stella, es ist Zeit zum Aufstehen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Komm, steh auf. Guten Morgen, Arthur. Wieso ist denn heute ein spezieller Tag? Na, es ist doch dein Geburtstag. Und hier ist ein Geschenk von deinen Eltern. Oh mein Gott, Papa und Mama sind wieder da. Ich dachte, sie sind in New York. Sie sind extra für deinen Geburtstag angeflogen gekommen. Also beeil dich, wir warten draußen auf dich. Ich kann es nicht glauben. Ich freue mich so, dass meine Eltern da sind. Was ist denn das für ein Geschenk? Wow, ich liebe dieses Outfit. Das muss wohl mein Geburtstagsoutfit sein. Also ich bin so gespannt, was wir machen. Wir sind gleich da, mein Schatz. Okay, gib mir noch eine Sekunde und jetzt öffne deine Augen. Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Papa, Mama, danke schön. Wow, ich bin so überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist das Ereignis des Jahres. Alles Gute, Stella. Wir haben dieses Restaurant nur für dich angemietet. Also nur das Beste für meine Tochter. Komm, setz dich doch hier hin. Dann kannst du schon mal anfangen, deine Geschenke auszupacken. Es sind so viele Geschenke da. Ich weiß nicht, ob ich das heute alles auspacken kann. Dankeschön, Mama und Papa. Gar kein Problem, mein Schatz. Stella, du musst zuerst mein Geschenk öffnen. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Stella, alles Gute zum Geburtstag. Und das ist mein Geschenk für dich. Das musst du auch öffnen. Dankeschön, Leute. Und das ist mein Geschenk. Du musst es auch öffnen, Stella. Du bist so cool. Oh Mann, Leute, ich komme schon gar nicht mehr hinterher mit Öffnen. Ach, danke schön, dass ihr alle gekommen seid. Dieser Tag ist ja schon wieder gekommen. Ich bin so traurig. Eine Kerze für dich, meine wunderschöne Tochter. Und eine Kerze für dich. Ich hoffe, ihr beide habt einen wunderschönen Geburtstag. Egal, was passiert, ich werde für immer eure Mutter bleiben. Und ich hoffe, dass ihr auch einen wunderschönen Geburtstag habt. Ich hoffe, ihr lebt ein wunderschönes Leben. Ich vermisse euch so sehr. Ich wünschte, ihr könntet alle bei mir leben. Aber wisst ihr, was mich jetzt aufheitern wird? Und zwar die Superfans grüßen. So, ganz liebe Grüße an MJ, Amina, Kyungmi, Lisa und Alisa. Danke für euren Support. Dankeschön, Lara, dass du dem Video einen Daumen nach oben gegeben hast. Und großes Dankeschön an Pearl, dass du uns abonniert hast. Und Roblox Love hat sich sogar unser Video bis zum Ende angeschaut. Da müssen wir dich ja natürlich begrüßen. Also, ich hoffe, ich sehe euch zur nächsten Episode wieder. Tschüss, Toasties, wir haben euch lieb. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.